Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und zwar spielen wir heute Teardown. Teardown ist ein voxelbasierendes Action-Gauner-Sandbox-Game. Wir müssen verschiedene Aufgaben machen und Geld verdienen. Und das in einer voxelbasierenden Welt. Wir können alles zerstören, einfach mal alles. Wir können fast alle Fahrzeuge benutzen, die es dort gibt. Und man kann echt einfach den kompletten Scheiß machen, den man sich so vorstellt, wenn man alleine auf der Welt wäre. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel und gucken uns an, was das Spiel zu bieten hat. Okay, unser Bus ist abgefahren, der hat uns hier abgesetzt. Hier gegenüber der Flussseite sehen wir unser neues Firmengelände. Das ist unser neuer Firmensitz, Löckel. Und da werden wir einfach mal reinschauen und gucken, was wir dort vorfinden. Das wurde von unserem Großvater vererbt, sage ich jetzt einfach mal. Wir können mit der rechten Maustaste Sachen festhalten und dann bewegen. Oder halt durch die Gegend schmeißen. Wir müssen jetzt erstmal den Eingang hier freiräumen. Da drücken wir die rechte Maustaste und schmeißen dann mit der linken Maustaste das einfach weiter weg. Entweder sind die Kisten sehr, sehr leicht oder wir sind einfach mal sehr, sehr stark. Wir öffnen mal die Tür und gucken, was uns in dieser Hütte erwartet. Ja, das ist unser Firmenfahrzeug. Mit denen werden wir Kundenbesuche machen und ja, Räder brauchen wir nicht. Das ist alles überbewertet. Wir können sozusagen das einfach schieben und da kommen wir auch zu uns, zu unseren Kunden. Was ist das hier? Ah ja. Das ist eine Hebebühne. Die knistert ein bisschen. Wir müssen aber erstmal unsere Tools da unten aufnehmen. Was haben wir denn da? Das sieht aus wie ein Feuerlöscher. Eine Spraycan, eine Spraydose. Ah, cool. Da können wir Sachen markieren, so wie es aussieht. Und einen Hammer. Der Hammer wird wahrscheinlich am Anfang das wichtigste Werkzeug sein, was wir haben oder brauchen. Wir können uns hier... Ah, jetzt weiß ich, warum wir so stark sind, weil wir immer Handeltraining machen. Täglich machen wir Handeltraining. Und versuchen quasi die Hanteln auch durch die Gegend zu werfen. Aber wir sind halt noch nicht stark genug. Ausdauertraining machen wir hier auch. Ja, genau. So, da hinten ist ein Pfeil, der... Türen lassen sich nur in eine Richtung öffnen, scheinbar. Eine leckere Toilette haben wir auch. Klopapier ist auch genug da. Kein Wunder, wir haben uns ja vor dem Lockdown... eingedeckt. Ja, schön warm haben wir es auch, dank unseres Holzofens. Hier unten kommt die Asche. Und ja, was ist das hier? Ein schönes Bild. Hm, interessant. Wir gucken mal raus. Replace the fuse to turn on power. Das heißt, wir müssen eine Sicherung reinmachen. Warte mal, hier ist ein Baum im Weg. Den mache ich mir erstmal klein. Den brauchen wir dann für unser Feuerholz sozusagen, damit wir dann ein bisschen Wärme bekommen, wenn es ja, draußen Winter wird. So, hier ist die Sicherung, die ist drin. Unser Strom ist an, alles leuchtet und funktioniert jetzt auch. Warum jetzt diese Hebebühne funktioniert hat, das weiß ich leider nicht. Hier haben wir die Nachrichten, die sind ganz wichtig. Demolition geht runter, Construction geht hoch. Das wollen wir uns gar nicht ansehen. Was ist das hier? Weiß ich auch nicht. So, wir haben eine neue Message von Tracy Gasbill, Gasrechnung. Ah, Tracy ist scheinbar unsere Mutter und die hat wohl Probleme mit der Gasrechnung. Und da sollen wir ihnen jetzt helfen. Okay. Ah ja, wir sollen sozusagen das Haus niederreißen und ja, aber hier soll eine neue Mall entstehen. Wie das mit ihrer Gasrechnung zusammenhängt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich würde sagen, wir starten einfach mal die Mission. Ja,
Das ist unser Firmenfahrzeug. Wir sind angekommen und das ist das besagte Haus. 6,3 Meter hoch. Und das sollen wir jetzt abreißen. Gut, dann nutzen wir mal direkt unseren Hammer und fangen einfach mal an. Den Schornstein können wir leider nicht abreißen, obwohl der schon sehr... Propantanks explode when throwing. Oh! Was ist das? Das sieht aus wie ein Gasherd. Ah! Highly explosion propan gun. Oh! Oh! Es wäre beinahe da drauf gefallen, verdammt! Ja, das sieht schon mal gut aus. Wir können ja unseren, den Propangastank nutzen, um diesen Schornstein vielleicht... Ja, hat ein bisschen funktioniert. Da brennt es ein bisschen. Nicht so schlimm. Wir haben ja hier Wasser zum Löschen. Auf jeden Fall hat es den Schornstein schon... Oh, das Feuer breitet sich sogar aus. Das ist ja interessant. Okay, der Schornstein ist stabiler als Mount Rushmore. Okay, gut. Ja, jetzt brennt das Haus sozusagen ab. Use your extinction to put the out fire. Warum sollte ich jetzt das Feuer ausmachen? Das hilft mir doch offensichtlich. Okay, ja, wir unterstützen das Ganze mal mit dem Hammer. Oh, das sieht ja verrückt aus. Guckt euch das mal an. Ist das crazy. Das wirkt so richtig bedrohlich. Guck mal, wie das sich ausbreitet, das Feuer. Nice. Ist das genial. So, dann helfen wir mal dem Feuer ein bisschen. Oh, krass, wie das hier brennt. Oh, sieht das toll aus. Ha! Da kommt der Pyromane in mir durch. Sehr schön. So, jetzt haben wir aber natürlich hier noch den, was? Achso. Den Schornstein. Ich glaube, da müssen wir wohl doch nochmal ran mit dem Hammer dann. Quatsch, mit einem etwas schwereren Gerät. Ich habe nämlich hier schon was stehen sehen. Wobei, hier sind auch nochmal Propangasflaschen. Aber ich möchte ja gerne auch mal ein Fahrzeug benutzen. So. Wir haben hier ein Fahrzeug, das kann man steuern mit WASD, ganz logisch. Und, Space ist die Bremse. Wir können mit der Maus, linken und rechten Taustaste die Schaufel hoch und runter machen. Da können wir sozusagen unterstützend hier in das Haus reinfahren. Und direkt stecken bleiben. Was wir aber wollen, ist, dass wir den Schornstein noch ein bisschen kaputt kriegen. Ja, jetzt fällt das Haus zusammen. Interessant. Schaufel nach oben. Einmal durchs Dach. Auftrag erledigt. Gut. So arbeiten heutzutage die Abbruchunternehmen. Die lassen das Auto direkt stehen und kaufen sich neues von dem Erlös. Ganz klar. So, wir unterschreiben mal noch hier. Perfekt. Und dann geht's los wieder nach Hause. Vier Minuten und sieben Sekunden haben wir gebraucht, um diese Mission zu erfüllen. Continue. So, der Wecker klingelt. Wir sind aufgewacht auf unserem bequemen Bett. Ich mach mal den Wecker aus. Zack. Was ist das hier? Das ist, sieht aus wie das ist eine Kreissäge oder sowas. Aha. Na gut. Wir gehen mal runter. Wir nehmen mal den kurzen Weg. Oh, wir bekommen Damage. Das ist ein Bericht über unser Gebäude, was wir abgerissen haben.
Das ist natürlich jetzt schlecht. Das scheint ein unter Denkmalschutz gestandenes Haus gewesen zu sein und wir haben es abgerissen. Jetzt hat die Polizei uns sozusagen erwischt. Ja, kommt vor, passiert. Wir nehmen einfach mal die nächste E-Mail an. Okay. Gut, wir haben eine neue Mission. Schauen wir mal. Wir sollen wohl irgendwelche Kundendaten klauen. Wir gucken einfach mal, was uns dort erwartet. Der Lee Computers. Wenn wir die Tab-Taste drücken, dann sehen wir auf unserer Karte unsere Missionsziele. Das sind einmal hier diese drei. Haben wir hier auch nochmal angeklickt. Wenn wir die direkt anklicken, dann sehen wir auch nochmal, wo und was wir dort halt holen müssen. Das ist unsere Escape-Position, beziehungsweise das ist unsere Position und das ist unsere Escape-Position. Ja, wir sollen jetzt sozusagen die Computer holen und Large Fires will trigger the Alarm. Das heißt, wenn wir ein großes Feuer machen, dann geht der Alarm los. So, da wollen wir rein. Die Tür steht sogar offen, sehe ich gerade. Und ich glaube, hier ist das erste Ding, der erste Computer drinne. Gibt es hier eine Tür? Die Tür ist verschlossen. Oh, nee, die Tür ist doch nicht verschlossen. Ich mache sie mal kurz auf. Ich bin nämlich der Tischler und wir wollen diesen Türrahmen erneuern. Deswegen machen wir hier mal ein bisschen was raus. Da kommt jetzt ein Eiche-Türrahmen rein. Ja, mit Mahagoni-Furnier. So, das Bücherregal, das brauchen wir auch nicht mehr. Wer liest denn heutzutage noch Bücher? Denn es gibt ja Computer. Den stecken wir uns ein und da geht's jetzt mal los. Das war der erste Computer. Der nächste Computer ist im Office. Der ist quasi geradeaus hier in diesem, dort wo Office draufsteht drin. Ja, das kriegt man nicht auf. Die Tür wird wahrscheinlich auch zu sein. Vielleicht können wir... Ja, nur gut, unser Training hat sich ausgezahlt. Wir werfen mit Tonnen und machen uns mal einen Eingang sozusagen. Zack. Ja, da, Moment. Oh, die Tonne geht auch kaputt. Wir hätten auch das Fahrzeug nutzen können, was dort steht, ne? Das ist vielleicht einfacher gewesen. Machen wir auch mal. Wir wollen ja hier lernen, ne? So, Garage und aussteigen. Der Computer ist bestimmt oben. Oh, was ist das? Crap. Oh, wir können auch was mitnehmen. Da ist auch noch was. Interessant. Da ist der Computer. Man sieht ihn schon durch die... Ah, hier ist noch was. Man sieht ihn schon durch die Wand. Ist hier noch was, was wir mitnehmen können? Zumindest nichts, was uns irgendwie gehighlightet wird. Ja, man kann natürlich nicht alles zerstören. Es gibt so Sachen, die brauchen etwas mehr, mehr Damage. Ich habe jetzt keinen Durst. Und jetzt gucken wir mal den letzten Computer. Den finden wir in der Factory. Der ist hier an der Ecke. Dort, wo auch die Gastanks stehen. Interessant. Aber wir können, glaube ich, hier durch. Können wir hier hoch? Nee. Wir gehen mal hier lang. Oh, was ist das? Ein Werkzeugkasten. Den nehmen wir natürlich mit. Oh, hier ist noch ein Werkzeugkasten. Interessant. Das nehmen wir alles mit. Oh, hier ist auch noch was drin. Es lohnt sich tatsächlich mal irgendwo überall reinzugucken. Was ist hier? Ja, das hier, das ist eine Gelenkteleskop-Arbeitsbühne. Die Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne, das erkennt man daran, dass hier ein Gelenkpaket sozusagen ist. Und wir versuchen uns jetzt mal einfach hier einen Weg zu bahnen mit dieser Bühne.
Sind wir hier überhaupt richtig? Hier ist kein... Doch, hier ist der Computer. Hier kann man nichts. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Wenn wir dann rauskommen. Und, ist das hier noch was? Das kann man nicht mitnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir vielleicht nochmal in die anderen Räume gucken sollten. Vielleicht gibt es dort ja auch nochmal coole Sachen, die wir einstecken können. Hier ist zum Beispiel nochmal was. Nee, das ist auch nur ein... Hier geht's scheinbar wieder raus. Oh, hier ist noch was. Guck mal. Coole Sache. Das gibt Geld. Dann gucke ich mal noch in die anderen Räume, weil ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie auf Zeit geht. Also es wurde zwar angezeigt, dass es auf Zeit, also dass wir, wie lange wir gebraucht haben, aber ja, wie, es wurde uns nichts abgezogen oder irgendwas. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, ob wir hier noch interessante Sachen finden, die wir mitnehmen können. Das hier, das ist nix. Hier geht's zum Turm hoch. Okay, gut, hier ist nichts weiter. Gehen wir hier wieder runter. Was ist das? Das hier. Können wir eigentlich schwimmen? Das weiß ich gar nicht. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Weil, wenn es nicht klappt, wäre blöd. So, was haben wir hier drin? Das sieht recht leer aus. Hier oben ist auch nichts weiter. Das ist einfach nur... Hier ist noch was. Das sind Generatoren oder so. Gasflaschen, da will ich jetzt nicht draufhauen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ungesund. Hier ist noch eine Holztür. Achso, na okay, wir hätten auch zum Tor reingehen können. Naja, egal. Ist hier irgendwas drin? Nee. Hier. Kann ich die Tür aufmachen? Tatsächlich. Ah, da ist nichts drin, das ist auch leer. Und jetzt gucken wir noch mal oben. Hier sind Gasflaschen überall drin. Hier ist auch nichts weiter. Okay, gut. Ja, dann gehen wir einfach wieder nach Hause und freuen uns darüber, dass wir diesen Auftrag geschafft haben. Warte mal, wir gehen mal hier hinten rum. Das geht, glaube ich, schneller. Da ist unser Fluchtfahrzeug. Können ja hier nochmal reingucken, aber das geht leider nicht. Da ist nichts drin und... Oder zumindest geht es nicht auf. Oh, hier ist noch was. Coole Sache. Hat man jetzt hier eigentlich alles mitgenommen? Ja, da war nichts weiter, was geheilt ist. Beziehungsweise, naja, komm, wir, wenn wir einmal hier sind, können ja hier nochmal reinschauen. Hier ist nichts drin. Hier sind auch wieder nur Gasbotteln. Und hier ist weiter auch nichts. Gut, dann sollte, würde ich sagen, lasst uns mal verschwinden. Wenn ich hier noch... Nee, okay, was? Wir gehen. Gut, Mission fürs vorbei. Wir haben es geschafft und schauen uns mal den Missionsbericht an. Wie viel Geld wir verdient haben, das sehe ich leider nicht. Das sehe ich wahrscheinlich erst am Ende. Breaking News. Oh, da steht's. Die Chemicals. Ja, ist ein Bericht über uns, wie wir ja unsere Aufgabe erledigt haben. Und jetzt ist natürlich nur die Frage... Jetzt haben wir natürlich hier noch die nächste Aufgabe, die wir machen müssen. Login-Daten klauen, so wie es aussieht. Okay, wir müssen Login-Daten klauen, wieder an der gleichen Stelle. Das ist natürlich blöd, weil man sollte nicht zweimal an der gleichen Stelle einbrechen und auch nicht, wenn es gerade so hell ist. Wir schauen uns die ganze Sache mal an. Wir haben hier Factory Rest. Da ist ein Keycard-Reader, noch ein Keycard-Reader und noch einer. Ich scroll mal noch ein bisschen raus. Das heißt hier, hier und hier. Das sind so die Punkte, wo wir alle mal gewesen sind.
Riot Alarm Boxes, Breaking an Alarm Box or Riot Triggers the Alarm. Okay, gut. Das heißt, wenn wir das hier klauen, geht der Alarm los. Und wenn wir die Boxen auch kaputt machen, geht auch der Alarm los. Das heißt, wir sollten uns schon mal einen Plan machen, wie wir dort an die Geräte kommen, ohne dass wir innerhalb von dieser angegebenen Zeit, ich glaube 60 Sekunden waren es, 60 Sekunden gefunden werden. Ich glaube, das erste war in den... Ah ne, das war hier in der... Da kamen wir jetzt ja gar nicht so direkt rein, ne? Hier ist nämlich jetzt keine Holztür mehr drin. Die hatten wir ja letztens kaputt gemacht. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Nehmen wir diesen Bagger und machen uns mal ein Loch. Ich glaube, das reicht schon, oder? Ah, nicht umkippen, nicht umkippen. So, jetzt müssen wir bloß gucken. Am besten ist, wir laufen mal den Weg ab. Wie wir das am besten machen, damit wir schnell genug sind. Hier ist die erste Alarmbox. Und von hier aus müssen wir, glaube ich, geradeaus. Das heißt, wir können, wenn wir hier runterlaufen... Ah ne, das ist ja hier in diesem... Kommen wir hier draufgesprungen vielleicht? Wenn wir hier auf dem Rohr langlaufen, können wir eventuell in dieses Haus rein. Wir gucken mal, wir machen uns mal ein Loch. Das heißt, warte mal, das... sieht man das hier von... Okay. Wir picken uns das. Und dann gehen wir hier lang. Und hier rein. Ist hier eine Tür offen? Ja, die Tür ist offen. Um das Fahrzeug rumzulaufen, das dauert, glaube ich, zu lange. Deswegen nehmen wir das mal raus. Das heißt, wenn wir hier runterspringen, können wir direkt hier durchlaufen, hier hoch, das Ding wegnehmen. Und dann kommen wir hier rüber. Dann können wir hier hochspringen. Ich hoffe, das klappt auch beim ersten Mal. Wir können es ja nochmal probieren. Also wir kommen jetzt hier raus. Wir haben das Ding geklaut. Kommen hier raus. Springen hier hoch. Siehst du, da hat es nämlich schon mal nicht geklappt. Das heißt, wir sollten vielleicht gucken, dass wir einen Alternativweg machen. Vielleicht hier so lang. Aber ich glaube, das hier... Das hier ist vielleicht ein bisschen komplizierter, durch das Fenster zu springen. Obwohl, das geht. Und dann hier hin. Und ich glaube, genau richtig, hier ist nämlich das andere Teil. Es ist doch recht günstig gelegt. Das heißt, da rein, das Ding klauen und dann hier wieder zurück. Und dann müssen wir bloß irgendwie dorthin. Schaffen wir das, bis hierher zu springen? Es wird schwierig, ne? Wir können ja mal den Kran dorthin stellen. Zur Not können wir nämlich dann hier auf den Kran draufspringen und dann sozusagen hier über den Zaun zum Vehikel. Wollen wir das mal probieren? Ich würde sagen, wir machen vorher mal einen Quicksave. Hier hoch. Das ist ja jetzt erstmal egal, weil wir starten ja sowieso hier oben. Also wir haben 60 Sekunden Zeit. So. Escape. Quicksave. Auf geht's. Oh! Ich dachte, ich kann irgendwie rennen. Aber das geht scheinbar nicht. Oh nein! Da haben wir es schon. Da ist das erste Missgeschick passiert. In der Hektik. 30 Sekunden. Wir haben genug Zeit.
Da ist der Kran. Und da ist unser Fluchtfahrzeug. Jawohl. Wir haben es geschafft. 5 Minuten 24, Time left 19 Sekunden. Ich denke mal, das ist ganz okay, ne? Hier sieht man unseren Fluchtweg, beziehungsweise unseren Raubzug. Ja, genau. Hier sind wir runtergeflogen. Sind wir quasi nochmal zurück. Das hat uns dann schon doch ein paar Sekunden gekostet. Wäre ein bisschen schneller gewesen, wenn wir das direkt geschafft hätten. Vielleicht hätte man den Bagger dort auch irgendwie hinstellen können, ne? Gut, ich würde sagen, machen wir mal weiter. So, Amateur, you reached a new rank. A new tool has been delivered. Okay, die Frage ist, warum liegt jetzt hier so viel Zeug rum? Das lag da vorher noch nicht rum, oder? Das ist ein Schweißbrenner oder sowas? Kann das sein? Tatsächlich, das ist ein Schweißbrenner. Okay. Der Schweißbrenner, wie kann man den, wenn der alle ist? Kann man den wieder aufladen? So, wir wollen mal gucken, wie es bei uns hier draußen aussieht. Das habe ich so noch gar nicht gemacht. Wir haben auf jeden Fall, ja, guck an, wir haben unsere Kisten ordentlich gestapelt. Interessant, was wir so alles schaffen, wenn wir wollen. Na, guck einer an, was haben wir denn hier noch drin stehen? Noch ein Transporter, also ein LKW. Hier ist ein umgekippter Zug, beziehungsweise ein Waggon. Ja, dann denke ich mir mal, wir machen die nächste Mission und schauen uns mal an, was wir dort tun sollen. Aber es sieht schon ziemlich cool aus, ne? Also ich muss sagen, es ist zwar alles ziemlich pixelig, voxelig, aber es sieht einfach mal genial aus. Und dafür, dass alles so extrem zerstörbar ist, läuft sehr, sehr flüssig, muss ich sagen. Die Maus müsste ich mal ein bisschen langsamer einstellen. Okay, Tracy braucht einen Coffee. Mom, they turned off the gas. Can't even make you proper coffee anymore. Okay, sie kann nie wieder Kaffee machen. Gordon Wu. Thanks for helping me out with the building. The police was snooping around a little bit. But it seems to have cooled. Of new and can finally start construction. Actually, another job for you. See, I bought this yacht recently, but Marina and the board says there's no space for a new deck. Okay. Could you use your demolition skills again and remove one of the timeshare's cabins? If the original documentation is. Okay, wir müssen wohl jetzt Platz für ein neues Deck schaffen. Das heißt, wir nehmen die Mission einfach mal an und, oh, müssen direkt an die Küste. Sehr schön. Making Space.